Servus zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Star Wars Galaxy of Heroes Video. Wenn wir schon gerade am PC sind, dann mache ich auch gleich das zweite Video zu einem sektorinternen Tippvideo, wie ich denn die sektorinternen Aufgaben angehe. Und zwar habe ich in Sektor 1 und in Sektor 2 noch zwei offene Aufgaben, die will ich auch kurz zeigen. Und zwar einmal das Besiegen von 30 Einheiten mit Einheiten der Phönix-Staffel. Und ich möchte noch zeigen, wie ich die Aufgabe erledige mit dem Blenden und den fünf Angreifen in einem Trupp. So, die beiden Aufgaben zeige ich einfach kurz. Bleiben wir gerade mal hier in Sektor 2 mit dem 40 Blenden. Es bietet sich natürlich an, hier auf zwei Charaktere auszuweichen. Erstens auf 3PO und Chewie. Der kann Blenden setzen oder auf Sandfuck. Beide können Blenden setzen, da es der 3PO und Chewie natürlich ein bisschen schneller ist als Sandfuck und auch mehr Damage macht, sollte klar sein. Insofern müsst ihr natürlich entscheiden, wer bei euch besser gegiert ist. Entweder spielt ihr jetzt mit Geonosianern oder spielt mit Rebellen. Ich finde aber gerade die beste Verteidigung. Hier die Aufgabe Nummer 4 und der blendende Angriff kann man ganz gut kombinieren. Nimmt man einfach 5 Rebellen mit und kombiniert diese beiden Aufgaben mit einem Angriff. Dadurch spart man sich relativ viel Energie, wie ich doch finde. Ich muss hier noch zweimal kämpfen mit 5 Angreifern und muss hier noch 4-mal Blenden setzen. Das ist aber nicht das Thema. Wenn 3PO und Chewie drankommt und er hat genügend Effektivität in seinem Charakter, dann sollte eigentlich dieses 4-mal Blenden setzen kein Thema sein. Kommt er sogar 2-mal dran? Ich weiß gar nicht, wir müssen gerade mal schauen, wie hoch die Abklingzeit ist. Dann kann er vielleicht sogar 2-mal Blenden setzen und dann ist das eigentlich kein Thema. So, das Wichtigste ist im Grunde genommen, dass ihr euch Gegner sucht, bei denen es sicher ist, dass ihr auf jeden Fall gewinnt. Und dass ihr auch eventuell genügend Zeit habt, das Ziel mit dem Setzen von Blenden auch umzusetzen. Deswegen habe ich mir natürlich hier auch wieder einen Gegner ausgesucht. Beim Durchkämpfen des Sektors 2, wo ich sagen kann, den will ich auf jeden Fall für mich sichern. Das ist ein Gegner, an dem kann ich viel abarbeiten. Und das hier ist einfach so ein Gegner, an dem vieles möglich ist. Bescheidener Hieb ist also nicht der böse Modifikator der Galaktischen Republik, sondern ein Jedi. Modifikator und deswegen finde ich diesen Gegner hier super, super einfach. Da kann man relativ viel dran abarbeiten und man kommt einfach nicht in irgendeine Lage, wo man denken könnte, der Gegner nimmt einen raus. Klar, da ist ein Anakin dabei, der macht relativ viel Schaden. Auch eine Ahsoka Tano kann gefährlich werden, aber ich habe bis jetzt nie das Gefühl gehabt, dass dieser Gegner mir in irgendeiner Art und Weise gefährlich werden könnte. So, wir müssen natürlich Blenden setzen. Wie gesagt, ihr könnt mit Geos spielen. Wäre bei dem Gegner sogar möglich, wie ich doch finde. Oder ihr spielt eben mit Rebellen, weil wir doch die beiden Aufgaben kombinieren wollen. So, CLS-Lead sollte klar sein. Danach nehmen wir natürlich die beiden Chewie und Han Solo mit. Dann der wichtigste Mann, 3PO und Chewie. Und sein Blenden, strahlende Ablenkung, hat eine Ablenkzeit von 2. Das heißt, wir können das schätzungsweise sogar 2-mal einsetzen. Und dann ist wichtig, nehmt nicht irgendwie so jemanden mit. Denn das ist eine Unterstützungseinheit, sondern das wäre halt das klassische Rebellenteam, sondern nehmt hier auf jeden Fall noch einen weiteren Angreifer mit, damit auf jeden Fall die andere Aufgabe auch gleichzeitig erledigt werden kann. Okay, gehen wir rein, schauen uns das Ganze mal genauer an. Wie verläuft der Kampf? Denn der Gegner ist eigentlich für die Rebellen zu stark. Ich habe natürlich Datendisk, wir können sie uns auch nachher schon angucken, die gewisse Bonis an die Charaktere verteilen, die außerhalb der Runde angreifen. Bonus Schutzregeneration. Ich habe natürlich verschanzt hier 75% Schutz gleich am Anfang, Regeneration von Gesundheit, Angriff 4% plus bei Angriffen außerhalb der Runde. Also die Rebellen sind eigentlich in der Kombination mit den Datendisk unzerstörbar. So, jetzt setzen wir erstmal blind und haben es nur 3-mal gesetzt. Das ist das Entscheidende. Manchmal setzen einfach nicht alle 5. Der ist aber trotzdem kein Problem, wie ich doch finde, weil er kommt mit der Abklingzeit von 2 ja irgendwann wieder dran. So, wir müssen sie nur setzen. Also die müssen nicht drankommen. Wir müssen sie einfach nur setzen. Das ist das Entscheidende. Und wir haben den wichtigsten Mann schon rausgenommen. So, jetzt seht ihr natürlich, mein 3PO und Chewie sollte, wenn möglich, vielleicht kurz mal drankommen. 2-mal nochmal gesetzt, hervorragend. Das war das Entscheidende. Wir hatten nämlich noch 5 offen. Das wollte ich auf jeden Fall sicherstellen, dass die 5 zusammenkommen. Und dadurch habe ich 40-mal Blenden gesetzt. Und muss hier nicht mehr
auf Rebellen ausweichen. Ich könnte theoretisch also hier in einem letzten Kampf zum Beispiel mit 5 Angreifern kämpfen. Wir wollen mal ganz kurz schauen, gerade hier bei diesem Supergegner, wie ich doch finde, für diverse Aufgaben, ob wir es schaffen, 5 Angreifer mit den Schwestern der Nacht zusammenzubekommen. Da bin ich nämlich mir ein bisschen unsicher. Nee, kriegen wir nicht. Wäre ein Angreifer, ja. Angreifer. Ah, Ventress ist sogar ein Support. Okay, hat sich erledigt. Die Nachtschwestern kriegen keine 5 Angreifer zusammen. Deswegen können wir diese Aufgabe hier mit der anderen nicht mehr kombinieren. Schade. Nichtsdestotrotz finde ich es dennoch eine gute Kombination. So kommen wir zum Sektor 1. Hier habe ich auch noch eine offene Aufgabe, und zwar das Besiegen von 30 Einheiten mit der Phönix-Staffel. Meine Phönix-Leute sehen katastrophal aus. Auch hier wieder muss man sich einen guten Gegner aussuchen. Ich habe mir auch in Sektor 1 wieder so einen einfacheren Gegner um General Kenobi-Lead rausgesucht. Und die nehme ich unabhängig davon, wie viel Tempo die bekommen, aufgrund ihres Modifikators, nehme ich mir hier auf jeden Fall den Gegner für diverse Aufgaben vor. So, meine Phönix-Leute sehen nicht gut aus. Das heißt, entweder habt ihr die Möglichkeit, diese Aufgabe zu erledigen mit 5 starken Phönix-Leuten. Ganz klar, wenn ihr eine starke Hera habt und einen starken Astron-Sabine, dann könnt ihr das natürlich mit reinen Phönix-Leuten erlegen. Wenn die bei euch weniger gut aussehen, dann würde ich natürlich so jemanden wie Ezra hinter einen Jedi stecken. Ihr müsst nicht zwangsläufig mit einer galaktischen Legende spielen. Bei so einem Gegner bietet sich zum Beispiel auch so jemanden wie Jedi Knight Luke an oder Jedi Knight Revan. Hier könnt ihr allerhand Leute kombinieren, ihr könnt diese mitnehmen und dann steckt ihr natürlich logischerweise Ezra mit rein. Ihr solltet hier ein paar Leute mitnehmen, die jemanden rufen können, damit ihr sicherstellt, dass Ezra immer gerufen wird und dadurch immer den Kill machen kann. Wen ihr da mitnehmt, ist komplett euch überlassen. Also es spielt im Grunde genommen keine Rolle. Versucht einfach nur darauf Wert zu legen, dass Ezra letztendlich die Kills macht und nicht irgendjemand anderes. Ihr könnt aber auch, wenn ihr eine galaktische Legende habt, zum Beispiel ihn als Lead setzen. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Ihr könnt natürlich auch Rey setzen, weil die Phönix-Leute alle helle Seite sind. Supportet Rey natürlich alle der hellen Seite. Auch eine sehr gute Möglichkeit. Ich mache es jetzt einfach mal hier mit Jedi-Meister Luke Skywalker. Einfach nur exemplarisch. Aber wie gesagt, bei dem Gegner könnt ihr auch mit ihnen ja Dragon Lead spielen. Das ist echt kein Problem. Und dann nehme ich noch Sabine mit. Genau. Weil sie einfach ja, so ein bisschen Schaden mitbringt. Sie sieht halt insgesamt nicht ganz so gut aus. Sie würde also schätzungsweise relativ schnell draufgehen. Deswegen nehmen wir aus Sicherheitsgründen noch den Einsiedler Yoda mit. Und Watambo mit reinnehmen. Den Tank-Tag auf Jedi-Meister Luke Skywalker, dann greifen die immer nur Luke Skywalker an und die kriegen den nicht raus. Ihr müsst einfach nur aufpassen, dass der AOE von Anakin euch Sabine nicht raushaut. Ezra, glaube ich, ist kein Thema. Ihr müsst eigentlich nur ein bisschen auf Sabine aufpassen. Der Rest sollte eigentlich kein Problem sein. Okay, dann setzen wir einmal den Tank-Tag auf Jedi-Meister Kenobi und bereiten hier einfach ein bisschen Ezra vor. Waffentag auf Ezra. Er soll letztendlich den Schaden machen. Und jetzt rufen wir einfach immer durch mit dem Masseluk Ezra. Nochmal rufen. Und der erste ist draußen. Und Ezra ruft Sabine. Also, ja. Ich muss natürlich mit dem arbeiten, das ich habe. Den Leuten, die ich habe. Und ich habe eben nur einigermaßen starke Ezra und Sabine zur Verfügung. So Shopper oder so, ist einfach Schmarrn letztendlich. So, jeder Master Luke Skywalker kann Taunt umgehen. Und das bringt natürlich den Vorteil, dass ich jetzt Ezra den letzten Schlag überlassen kann. Ich hoffe, das war jetzt kein Schaden über Zeitkill. Wieder Ezra rufen. Ezra ruft Sabine. Die beiden hauen, wenn möglich, Mace Windu.
raus. Hier können wir auch wieder Ezra rufen. Der nächste Kill von ihm. Rüstungsschredder. Jetzt muss er angreifen und macht natürlich zu viel Schaden. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem, ganz klar. Hättet ihr jetzt Rey genommen anstatt Jedi Master Luke Skywalker, die hätte er nicht unbedingt angreifen müssen. Die hat ja auch die Möglichkeit, mit ihrem ersten Special einen Nicht-Angriffs-Aktion durchzuführen. So, das heißt auf jeden Fall, ich muss das irgendwann in den nächsten paar Tagen, in den letzten 5 Tagen irgendwann noch einmal machen, um die letzten beiden Kills zu forcieren. Aber hier auch ein Beispiel meinerseits, wie ich das Ganze angehe und ich mir da auch ein Stück weit Zeit gelassen habe. Wie gesagt, wenn ihr eine galaktische Legende habt, dann könnt ihr die beiden hinter der galaktischen Legende verstecken. Rey oder Jedi Master Kenobi, Jedi Master Luke Skywalker oder aber ihr nehmt eben komplette Phönix-Leute oder ihr nehmt nur Ezra mit den Jedis mit, wie zum Beispiel Jedi Knight Revan, dann ist es aber gerade bei solchen Gegnern hier absolut kein Thema, wie ich doch finde. Okay, dann war es das mit diesem Tippvideo für Sektor 1 und Sektor 2 mit dem Blenden und den 5 Angreifern, sowohl als auch mit dem Killen mit Phönix-Leuten. Und wir sehen uns bald wieder mit dem nächsten Tippvideo. Servus!